Seit 10 Jahren steht das Beratungszentrum Bundeswehr Wirtschaft Soldaten und Berufseinsteigern als Anlaufstelle unter dem Dach der Handwerkskammer Koblenz zur Verfügung. Neben Planung beruflicher Bildung geht es hauptsächlich um Hilfestellungen beim Wiedereinstieg in den Zivilberuf. Wir informieren Sie über die vielfältigen Leistungen des Zentrums und waren mit dabei beim Festakt zum Jubiläum. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft hatten sich im Saal des Heeres beim Heeresführungskommando eingefunden, um in einer Feierstunde das 10-jährige Jubiläum des Beratungszentrums Bundeswehrwirtschaft zu begehen. Vor 10 Jahren gegründet, ist das Beratungszentrum heute eine nicht mehr wegzudenkende Anlaufstelle für junge Soldatinnen und Soldaten. Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer engagiert sich die Handwerkskammer Koblenz seitdem mit individueller und arbeitsmarktgerechter Beratung für Bundeswehrangehörige auf Zeit. Ein Engagement, das auch auf Landes- und Bundesebene seine Würdigung findet. Die Landesregierung unterstützt dieses Beratungszentrum, weil es zweifach wirkt. Das wirkt einmal in die Wirtschaft hinein, was ich gut finde, was ich noch besser finde, dass es in die Gewinnung von Nachwuchskräften für die Bundeswehr hineinwirkt. Weil ich werde oft gefragt, ja, wenn ich zur Bundeswehr gehe, was ist denn da für mich, welche Chancen habe ich? Und dann kann ich ihm sagen, pass auf, du kriegst dort eine Berufsausbildung, du kriegst dort Möglichkeiten der weiteren Entwicklung, du kriegst die Möglichkeiten der Kooperation. Es gibt die Möglichkeit, dann sich zu verselbstständigen. All das sind Dinge, wo die jungen Leute heutzutage sehr aufmerksam sind, weil nicht jeder will in einen abhängigen Beruf hinein. Es ist wichtig, das Beratungszentrum. Es war der Wegbereiter, die Ersten, die Ideengeber. Und da sind sie bis heute geblieben, auch wenn es sich ausgedehnt hat, auf viele Bereiche in der Bundesrepublik. Und das Zweite, es ist nicht hierarchisch, sondern es ist eigentlich aus dem Bedarf heraus entstanden. Wir haben noch weiteren Bedarf in der Verzahnung zwischen beruflicher Ausbildung, militärischer Ausbildung, auch beruflichen Dienstzeiten und militärischen Dienstzeiten. Und das erwarte ich eigentlich in den nächsten Jahren, dass das auch gerade aus Koblenz herauskommt. Auch Handwerkskammerpräsident Karl-Heinz Scherhag würdigte im Vorfeld der Veranstaltung die Bedeutung des Beratungszentrums. Ich würde sagen, ich tue den Stellenwert sogar heute noch höher einschätzen als bei der Idee und Gründung. Wir haben ja auch schon viel Erfahrung mit der Bundeswehr gehabt, durch Lehrgänge. Damals haben wir NADO-Leute ausgebildet hier und weitergebildet, was wir heute auch noch teils machen. Also das heißt, im Grunde genommen waren die Anfänge gut. Das Verteidigungsministerium hat diese Idee auch, ich sag mal, mit eigentlich sehr positiv aufgenommen, sodass wir gesagt haben, gemeinsam sind wir stark und gemeinsam schaffen wir das auch, das so erfolgreich in die Wege zu leiten. Die jungen Leute müssen das Gefühl haben, ich halte nicht nur meinen Kopf hin und meine Knochen, sondern im Grunde genommen, die müssen das Gefühl haben, da ist auch jemand in der Heimat, der an mich denkt und der irgendwo sagt, jawohl, wir sorgen für euch und wir sorgen auch dafür, dass ihr wieder gut unterkommt und dass ihr in den Beruf zurückkehren könnt. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel eine verkürzte Ausbildung für Soldatinnen und Soldaten auf Zeit. Wie hier beim Grundlehrgang Metall in den Übungswerkstätten der Handwerkskammer Koblenz. Hier bereiten sich junge Soldaten auf ihre Gesellenprüfung zum Metallbauer und Feinwerkmechaniker vor. Die verkürzte fachliche Qualifizierung dauert 15 Monate. Davon werden 10 Monate in einem Betrieb verbracht, die restlichen 5 in einem Bildungszentrum. Ein Engagement, das bei den jungen Soldaten ankommt. Ich mache eine Ausbildung innerhalb von 15 Monaten zum Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik. Und es ist für mich nach meiner Bundeswehrzeit eine optimale Lösung, um halt auch wieder in die Wirtschaft reinzukommen und natürlich auch wieder ins zivile Leben. Am sogenannten SAZ-Modell Interessierte können sich im Beratungszentrum Bundeswehrwirtschaft im Citybüro der Handwerkskammer Koblenz eingehend beraten lassen. Hier erhalten Sie Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsangeboten, Zugangsmöglichkeiten und Voraussetzungen. Die für den jeweiligen Bundeswehrstandort zuständigen Berater informieren außerdem über Fördermöglichkeiten und Chancen auf dem zivilen Arbeitsmarkt. Ein Weg in das Beratungszentrum lohnt also auf jeden Fall, ist er doch eine Investition in die eigene Zukunft. Informationen zum Beratungszentrum Bundeswehrwirtschaft gibt es im Internet unter bundeswehr-wirtschaft.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.